So, Leute, sind wir beim nächsten Opening und wir haben Streets of New Capenna. Nicht New Streets of Capenna. Streets of New Capenna. Obscura Operation. Ich bin auf dieses Sample Pack gestand. Bam. Gucken wir uns mal an. Commander von Streets of New Capenna, was ich zu Streets of New Capenna halte. Beziehungsweise was ich davon halte. Wisst ihr schon? Ist das hier drin? Das Booster ist hier drin. Okay. Wisst ihr schon? Wenn nicht, habt ihr da oben gerade so ein Video, was euch zeigt, was ich davon halte. Und diesmal ist es echt cool mit den Markern. Das ist ein richtiger Obscura-Marker. Das ist schon cool. Ich weiß zwar noch nicht, was man hiermit machen soll, aber wenn ihr das mittlerweile rausgefunden habt, könnt ihr mir das dann schreiben. Ich muss sagen, mir ist das wieder viel zu viel Pappe, weil das ist das Deck. Das könnte man auch in einer kleineren Verpackung machen. Aber okay, Wizards sagt, sie möchte viel Plastik sparen, dafür viel Pappe rauswerfen. Dann ist das so. Wir haben hier einmal den Obscura Life-Dreher, auch ganz, ganz cooles Teil. Dann haben wir hier, was ist das denn? Was bist du denn? Okay. Ja, stimmt. Die waren ja immer da drin. Ich habe schon zu lange sowas nicht mehr aufgemacht. Das ist Kamis Obscura Oculus. Und das ist Playing the Deck, wie man das Deck spielt und Commander Rules und so weiter und so fort. Ganz nett in so einem Teil. Dann haben wir, das ist unser Sample Collector Booster Sample Pack. Geiles Teil. Gucken wir uns erstmal. Liegt das beiseite und wir gucken uns erstmal hier die Token und alles an. Und da sehe ich schon was, was mich sehr verwirrt. Das verwirrt mich wirklich. Also wir haben hier erstmal unseren altbekannten Edged Foil. So sieht man, dass der Edged Foil ist. Als Pappe. Dicker. Da haben wir Tentakeln, Fairies, Squids, Topta und so eine Punch-Out-Karte mit Ding und eine Menge Treasure. Ein Monarch. Monarch ist hier drin? Klasse. Champion of the Woods. Ich bin gespannt. Ich habe mir die Decklisten schon vor Ewigkeiten angeguckt und ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Dementsprechend keine Ahnung. Muss ich mal nachgucken. Und wie immer bei diesen Openings, ich gehe ein bisschen über die Rares und Mythics drüber, die in letzter Zeit echt viel geworden sind in den Decks. Und danach rede ich so ein bisschen über die Commons und Uncommons, was mir noch so auffällt und so weiter. So, das kommt weg. Dann gucken wir uns mal an, was kann denn unser Commander? Kamis ist eine 4-Mana 2-4, die immer, wenn sie angreift, eine angreifende Kreatur nicht geblockt werden kann. Also auch sie selber. Krass. Und dann connive diese Kreatur. Und wenn eine angreifende Kreatur mit Stärke... Nee, dann suchen wir eine angreifende Kreatur mit weniger Stärke aus und diese Kreatur kriegt Doppelschlag. Das heißt, wir können mit zwei Kreaturen angreifen. Eine kann unblockbar und die andere macht Doppelschlag. Nice. Und dann haben wir Tivit. Wow, Seller of Secrets. Sechs Mana Commander. Autsch. Das ist eine Sphinx. Guckt euch mal, was ist das denn? Das ist eine Sphinx. 6 Mana 6/6 fliegend Ward 3. Council's Dilemma. Wenn er ins Spiel kommt oder einem Spieler Schaden zufügt, wählen, voten tut man. Man votet, das ist aus Conspiracy 2, glaube ich. Man votet für Evidence or Bravery. Und für jede Evidence investigieren wir und für jedes Bravery kriegen wir einen Treasure Token. Während dem Voten dürfen wir zusätzlich mal voten. Geil. Geil. Aerial Extractionist. 5 Mana, 4-3 fliegend, wenn er ins Spiel wegkommt oder einem Schaden zufügt, einem Spieler exilieren wir eine Nichtland-Permanente, so ist es richtig, und die bleibt exiliert, solange bis der... solange wie sie im Exile ist, können wir die casten. Wow. Nee, der Owner kann die casten. Solange sie im Exile ist, kann der Owner sie casten. Wow, und immer wenn man ein Spell von irgendwo anders als der Hand zieht, ziehen wir eine Karte. Cool. Jailbreak. Das habe ich früher mit meiner Playstation gemacht. 2 Mana Sorcery bringt ein permanentes... aus dem gegnerischen Friedhof ins Spiel zurück. Und wenn das permanente Spielfeld kommt, bringen wir ein permanentes immer gleich an meiner Kosten aus unserem Friedhof ins Spiel zurück. Okay. Smuggler's Share. Das ist die teure Karte. 3 Mana Enchantments, zu Beginn jedes Endsteps ziehen wir eine Karte für jeden Gegner, der 2 oder mehr Karten gezogen hat und kriegen wir einen Treasure Token für jeden, der 2 oder mehr Länder ins Spiel gebracht hat. Ja, gute Karte. Syphilid Face Taker. What?
gruselig. 3x14 kann nicht geblockt werden. Zu Beginn des Combats können wir dir eine Copy werden lassen, außer dass es 1-4 ist und kann nicht geblockt werden. Lass mir gerade meine Kamera ausgegangen. Sekunde. So. Licht verändert. Change of Plans. 2x Instant. Ach, 2x und X. X-Kreaturen, Kneifen und eine beliebige Anzahl von denen phasen aus. Strange. Into the Deep. 2x Split Second. Wir verzaubern eine Kreatur, Plains oder Clue. Die Enchantment der Verzauberung ist ein Clue. Farbbox kann man 2x opfern, um eine Karte zu ziehen. Ich habe mich am Anfang gefragt, so, hey, warum ist denn das ein Clue? Mir wurde gesagt, beziehungsweise ich habe es dann schon verstanden, Clue ist es, weil, also weil man einen Clue damit verzaubern kann, der dann zum Clue wird, ansonsten wird die Verzauberung hier abfallen. Hat hier Split Second und hat hier dieses wunderschöne Artwork mit dem, ach, so cool. Mask of Shima, 3x. Immer wenn die verzauberte Kreatur, die ausgerüstete Kreatur Schaden zufügt, kneift sie x-mal, wobei x die Schaden ist. Wow, what? What? Uff. Uff, die ist mächtig. Skyway Robber. 4x3/3 mit Escape. Ich hasse Escape. 4x, wir können die aus dem Friedhof casten, wenn wir noch 5 weitere Karten exilen. Und immer wenn der mir Schaden zufügt, nachdem der Escape wurde, dann kannst du ein Instant Sorcery oder Artefakt aus den exilten Karten ohne die Mana-Kosten bezahlen wirken. What the fuck? Ich hasse Escape. Lethal Scheme oder Scheme. 4x Convoke. 4x Convoke ist natürlich geil. Wir zerstören eine Kreatur der Planeswalker und jede Kreatur, die Convoked hat, darf Connifen. Connive ist heftig. Hier drin ist eine Menge Connive drin. Wow. Miss Fortune Teller. 4x3 in Death Touch, immer wenn sie ins Spielfeld kommt oder im Spieler Schaden zufügt. Ganz viele von den Karten haben jetzt auch, wenn sie ins Spielfeld kommen oder Schaden zufügen. Also beides. Das ist, es triggert alles bei allem, habe ich das Gefühl, in diesem Set. Dann exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof, aus dem Friedhof von dem Spieler. Und wenn es eine Kreatur war, kriegen wir eine 2-2 Ratte. Wenn es ein Land war, kriegen wir einen Treasure Token. Oder kriegen wir, also je nachdem, was es war. Writ of Return. 5x Sorcery, wir bringen eine Kreatur aus dem Friedhof getappt ins Spiel zurück mit Cypher. Oh, nice. Nice. Life Insurance. Ich liebe das Artwork. 5x mit Extort und immer wenn eine Non-Token-Kreatur stirbt, verlieren wir Leben und ziehen, kriegen einen Treasure-Token, so ist richtig. Obscura Confluence. 4x Instant, wir suchen uns 3 Sachen aus. Wir können denselben Mod auch mehrfach wählen. Bis zum Ende des Zuges verliert eine Kreatur alle Fähigkeiten und wird 1-1. Eine Kreatur connived oder ein Spieler bringt eine Kreatur aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Okay. Oscar. Oscar Rubbish Reclaimer. Rubbish Reclaimer, nice. Nice. Name on point. 5x3/3, der Spell kostet 1 Mana weniger für jeden different Mana Value, den man hat im Friedhof. Immer wenn eine Karte discarded, non-land card, dann dürfen wir sie casten. Nice. Currency Converter, 1 Mana Artefakt. Wenn man eine Karte discardet, kann man sie stattdessen exilen. 2 Mana tappen, wir discarden eine Karte und ziehen eine Karte davor. Und tappen, wir legen eine exilte Karte, die mit der exilt wurde, in unseren Friedhof und kriegen einen Treasure Token, wenn es eine Kreatur war. Nee, wenn ein Land war und ansonsten kriegen wir einen. Das ist ähnlich wie die andere. Strange. Archon of Corange, Koronation. 6 Mana, 5, wenn das Spiel bekommt, werden wir der Monarch. Solange wir der Monarch ist, sagt Schaden, verlieren wir kein Leben. Aber wenn wir Schaden zugefügt bekommen, wird der Spieler trotzdem still der Monarch. Okay, ich sehe. Austral Command, der war stark. 6 Mana, wir zerstören alle Artefakte oder alle Verzauberungen. Oder alle Kreaturen Mana Value 3 oder weniger. Oder alle Kreaturen Mana Value 4 oder weniger, wir dürfen 2 auswählen. Hammer. Dusk and Dawn. 4 Mana, wir zerstören alle Kreaturen mit Stärke 3 oder mehr. Und Aftermath, wir können die aus dem Friedhof casten und alle Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger aus dem Friedhof auf die Hand nehmen. Strong. Sandtitan ist hier drin. Nice. 6 Mana, 6-6. Wachsamkeit. Wenn ein Spiel verkommt, bringen wir ein Pendant des Mana-Kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof zum Spiel zurück. Da ist er. Da ist er. Champion of the Woods. 3 Mana, 2-1. Wenn ein Spiel verkommt, ziehen wir Karten in Höhe der Stärke. Wenn wir das tun, werfen 2 Karten ab. Die war richtig teuer zwischenzeitlich. Uff, gerade mit Token. Chasm Scala, 3 Mana 1-1. Wenn wir eine Karte ziehen, kriegt er eine +1/+1 Marke. Wenn er stirbt, kreieren wir 1-1 Squids in Höhe der Stärke, die er hatte. Ne, nur +1/+1 Marke.
nicht stärker. Commit and Memory, 4 Mana Instant. Wir bringen einen Spell oder Non-Land Permanent auf die zweite Karte von oben vom Deck zurück. Und wir können das Ding aus dem Friedhof casten mit Memory. Und dann mischen wir eine Hand und Friedhof in sein Deck und ziehen 7 Karten. Das macht jeder Spieler. Okay. Was bist du denn? Der kommt mir bekannt vor. Ghostly Pilverer. 2 Mana 2/1. Wenn der enttappt wird, kann man 2 Mana bezahlen. Wenn dann tun, ziehen wir eine Karte. Immer wenn er geht, dann einen Spell castet, außer von der Hand, ziehen wir eine Karte. Wir können eine Karte abwerfen und der kann nicht geblockt werden. Hm. Identify Thief. Oh, das sieht doch schön aus. 4 Mana 0/3. Wenn der angreift, kann man eine andere Non-Token Creature exilen. Und das machen wir die eine Kopie und wir bringen die unter der Kontrolle wieder ins Spiel zurück. Nächste Endstep. Imbrago Flicker. Bestimmt eine geile Karte. Nadir Kraken. 3 Mana 2/3. Immer wenn wir eine Karte ziehen, können wir 1 Mana bezahlen. Wenn wir es tun, legen wir da eine +1/+1 Marke drauf und kriegen 1/1 Tentakel. Stolen Identity. Wow, hier sind schon wieder so viele Rares drin und so viele gute Rares auch. 6 Mana Sorcery. Wir kreieren einen Token, der eine Kopie vom Artefakt oder Kreatur ist mit Cypher. Kustodilich. 5 Mana 4/2. Wenn der Spiel kommt, werden wir Monarch. Und immer wenn ein Spieler Monarch wird, muss wenn wir Monarch werden, dann opfert ein Spieler unsere Wahl eine Kreatur. Okay. Udrana ist hier. What? 3 Mana 2/3. Erstschlag fliegend. Immer wenn die Schaden zufügt zu einem Spieler, dann legen wir +1/+1 Mark auf jede Kreatur, die wir kontrollieren. Das ist ein Alley. Wow. Wow. Graveblade Marauder. 3 Mana 1/4 Death Touch. Wenn er dem Spieler Schaden zufügt, dann verliert er die... Was? Also verliert der Spieler nochmal so viele Leben, wie wir Kreaturenkarten haben. Okay. Nightmare Unmaking. 5 Mana Sorcery. Wir exilen jede Kreatur mit Stärke Höhe der Anzahl an Handkarten, die man hat. Und danach exilen wir... Nee, eins von beidem. Oder wir exilen alle Kreaturen mit weniger Power als Handkarten. Profan Command. 2 Schwarze und X. Wir suchen uns 2 aus. Wie ein Spieler wirft, verliert X Leben. Wir bringen X Karten, ne, eine Kreatur mit Mana Value von X oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spielfeld. Eine Kreatur kriegt -X/-X oder X Kreaturen kriegen 4. Also Furcht. Ich hört nicht auf. What? Alela war doch ein Brawl Deck. Ist auch ein cooler Commander. 4 Mana 2/3, fliegend Death Touch, Lifelink, andere Kreaturen fliegen, kriegen +1/+0. Immer wenn wir einen Artefakt auf Verzauberung spielen, kriegen wir 1/1 Fairy. Daxos. The Meletis, 3 Mana 2/2, kann nicht von Kreaturen mit Stärke 3 oder mehr geblockt werden. Immer wenn der im Spieler Schampfschaden zufügt, exilieren wir die oberste Karte des Spielers Bibliothek. Wir kriegen Leben in Höhe der Mana-Value und wir können die Karte casten bis zum Ende des Zuges, wobei Mana beliebiger Farbe benutzt werden kann. What? Mein Herz geht auf. Oh mein Gott, Dragonlord Ojutai, what the freaking God. Das ist mein Commander. Das ist mein Lieblingscommander. Da oben habt ihr ein Video dazu und den erkläre ich deshalb nicht. Fallen Shinobi, 5 Mana 5/4. Wenn der Spieler Schaden zufügt, sehen wir die obersten 2 Karten des Decks und wir können sie casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Für 4 Mana Ninjutsu. Der Infiltrator, 3 Mana 1/3 Furcht. Und wenn der Spieler Kampfschaden zufügt, können wir eine Karte ziehen. Das ist so viel Card Draw, so viel Damage, so viel Angreif. Man greift hiermit ja fast nur an. Und klar, mit Kamis, mit dem Unblockbar, machen diese ganzen Ninja-Dinger natürlich auch richtig Spaß. Wow, wie cool ist das Deck hier? Silent Blade Oni, 2 schwarze, 2 blaue, 3 farblose, 6/5. Wenn der Spieler Schaden zufügt, kommen wir uns die Hand des Gegners an, können Spell davon casten. Thief of Sanity, 3 Mana 2/2 fliegend. Wenn dem Spieler Schaden zufügt, gucken wir uns mit 3 Karten des Decks an. Wir exilen eine davon face down und wir können die jederzeit angucken und können Mana Beliebiger Farbe nutzen, um das Ding zu casten. Utter End, 4 Mana Exil Tag Non-Land Permanent. Wow, das ist mit den Rares nicht auf. Wow. Rexxiel the Risen Deep, 6 Mana 5/8, Island Walk, Swamp Walk. Immer wenn der Spieler Schaden zufügt, dann können wir eine Instant or Sorcery aus dem Friedhof dieses Spielers casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und danach exilieren wir den. Wow. Quintus Spike ist natürlich eine geile Idee. 3 Mana, die verzauberte Kreatur hat, ausgerüstete Kreatur hat Death Touch. Und immer wenn dem Spieler Schaden zufügt, verliert er halb seines Lebens. Wow. Stoic Resonate, das sagt mir auch was. 2 Mana tappen, 2 Mana, wir copyen eine Triggered Ability. Hier.
Hier. Wow. Choked Estuary kann man Insel oder Sorcery, Insel oder Swamp für revealen, damit ihr enttappt ins Spiel kommt. Creeping Tarpet für ein 3-2 unblockbare Kreatur. Catacombs für Blau-Schwarz. Exotic Oshard für Mana-Blühe Farbe. Hapted Heath. Cool. Macht weiß-schwarz oder schwarz-schwarz. Insel oder Ebene vorzeigen, kommt enttappt ins Spiel. Pre-Streams kommt getappt ins Spiel, wenn man nicht zwei oder mehr Basics kontrolliert. Skycloud Expanse. Sunken Hollow kommt auch getappt ins Spiel. Ein Tempel, der mit Scryed und getappt ins Spiel kommt. Und An Offer You Can't Refuse, eine richtig teure Karte auch geworden. Ich glaube fast 50 Cent oder 1 Euro. Swords to Plowshares, die wunderschöne neue Version. Die hätte ich gerne in Foil, ehrlich gesagt. Und Khan Signet, Felberstone, Sword Ring und danach sind es wahrscheinlich nur noch Länder. Wow. Das ist ein bisschen traurig, dass die hier nicht einfach alle reingeknallt haben. Das ist ein cooles Deck. Oh mein Gott. Ich meine, okay. Surprise. Blackie, Marken, Blau, Weiß, X-Deck in Commander. Aber, und hier ist Ojutai drin und so weiter. Aber das Deck ist cool. Ich bin echt hart am Überlegen, ob ich das Deck nicht einfach zusammenlasse und das nicht einfach spiele. Uff, das ist cool. Ich mag das Deck richtig. Auch mit diesem Angriffsding. Ah, schön. Ich finde das sehr cool. Ihr könnt mir in die Kommentare mal schreiben, was ihr davon haltet. Und wir gucken uns jetzt mal diesen komischen Booster hier an. Wie rum ist der? So rum ist der. Was ist denn jetzt hier drin? Hier sind wie viele Karten drin? 2. Und das ist ein Kauf-Secret Lair. Geil, danke dafür. Dann haben wir Getaway Car. Okay. 3-Mana, 4-3, Haste und wenn ihr angreift oder blockt, returnen wir die gecrewte Karte. Davon habe ich unendlich viele. Und wir haben Nimble Larkinson. 3-Mana, 2-1, fliegen, wenn ihr das Spiel bekommt, zeigt ihr hinter seine Hand vor, wir suchen Artefakt oder Instant oder Sorcery davon und exilen die Karte. Das soll mich jetzt motivieren, einen Collector Booster zu kaufen, ja? Daubt. Mach ich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.